Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude und damit willkommen zu einer neuen Folge. Wann kriegt Günther endlich den Mini-Pilz, den er seit 87 Jahren verzweifelt sucht? Oh, cool, hier kann ich One-Ups und Feuerblumen bekommen. Warum ist mir das eigentlich scheißegal? So, ich habe jetzt nur auf hier oben geachtet. Aber irgendwie habe ich mit dem hier ein gutes Gefühl. Ah, schade, doch nur ein. Ja, hat sich übel gelohnt, ich weiß. Ja. Das ganze Trauerspiel geht einfach weiter. Ich brauche immer noch eine Starcoin in. Oh Gott, was ist das? Also, das war nur ein bisschen das Licht, das sich verändert hat. Ich dachte schon, da wäre eine unsichtbare Wand. Er sagt, ein unsichtbarer Durchgang durch die Bahn. Ha. Mann, ich hab gehofft, da wäre was. Wo waren hier schon was? Nee, da kann man nicht rein. Hä? Dann war bisher doch noch nicht mal Platz für irgendein Secret. Nee. Ja, Luigi rutscht halt. Aber schaffen kann ich das ja anscheinend eh wieder nicht. Wo ist da schon wieder die erste Starcoin? Das ist doch unnötig. Nö, da kann ich nicht rein. Hä? Es gibt halt echt keinen Platz für die erste Starcoin. Die zweite ist ungefähr 2 Meter weiter vorne. Wo ich hier den Aufsichtsschlag. Schön für dich. In dem Spiel sucht man aber nach jeder Starcoin gefühlt ewig lang, weil die einfach nur alle irgendwo random in unsichtbaren Wänden platziert sind. Ich war glaube irgendwo. Da war ich so da Verfranzung in der Decke, da hat sich beim Sand oder so. Nö, da ist nämlich schon die zweite. Hier oben. Und davor war nicht mal Platz für eine Starcoin. Ich gucke jetzt erstmal weiter nach dritter Starcoin und Secret Exit. Da muss ich eh unten rein. Ja, schafft man leider nicht, No-Hit. Das habe ich offensichtlich. Ja, cool. Bringt mir auch nichts, wenn die ersten Starcoin und vielleicht auch der Secret Exit es nicht sind. Sicher sterbe ich noch. Hier ist jetzt auch das Ziel und damit ist der Secret Exit auch noch. Die Zeit ist abgelaufen? Ich bin durchgerannt! Gott, Mann! Hier war ja überall nichts.
Hier habe ich schon gesucht. Ich springe überall die Decke ab, aber hier ist einfach nichts. Da kann mir niemand mehr was erzählen. Ich habe hier alles untersucht. Alles klar, Luigi. Alter, was soll denn das schon wieder? Und wetten, es ist wie im letzten Geisterschiff, dass das an irgendeiner Stelle ist, die ich schon 38 Mal untersucht habe. Aber das Spiel akzeptiert das einfach nicht. Hier, da unten zum Beispiel. Als ob das da nicht ist. Und jetzt kommt ja schon wieder in einem Meter die zweite Starcoin. Und für die erste ist gar kein Platz. Und für den Secret Exit auch nicht. Hier, ich brauche ein neues Item. So, diesmal schaffe ich zumindest das Level und dann kann ich wieder gleich meinen Laptop holen, um zu googeln, weil es so toll ist. Jetzt wird gegoogelt. Wenn der das jetzt ohne Starcoins spielt. Was ist denn das für einer? Wen juckt denn, wie das Level ohne Starcoins aussieht? Durchspielen schafft man auch ohne hier was zu sehen. Und wer anders hat das nicht gemacht? Hier ist der Secret Exit in dem Video. Sag mal, was macht der Typ? Der steht gar auf der Stelle. Oh cool, die zweite Starcoin. Ey, komm, Nintendo. Das ist doch nicht euer Ernst. Wie soll man ohne Internet auf sowas kommen? Seems legit. Da kommt man nicht drauf. Ja.
Gut, jetzt bin ich schon wieder bei dem zweiten Starcoin und sterb wahrscheinlich noch schöner. So, zweites Starcoin. Mal zurück, Schlüssel alles. Kommt man als Blindspieler drauf? Geil! Mal ernst, das fällt nicht mehr in den Bereich fordernd. Das fällt nur noch in asozial und nicht dein Ernst! Luigi kann nicht mal scheißen. Ich bin gerade richtig motiviert. Das ist das erste Level diese Folge und ich bin bereits auf 10 Minuten. Die Stelle ist sowieso beschissen. So, nächster Versuch für diesen absolut fairen Secret Exit. Weil man riecht, ja, es lern doch springen, Junge! Alter, als ob der Cut nicht frustrierend genug ist. Was ein geiler Partanfang, da möchte man am liebsten schon gleich wieder abbrechen. Was ein geiler Partanfang. Mal ernst, das Spiel sollte sich echt nochmal aufrappeln, weil mit der Bewertung sieht's bisher nicht gerade rosig aus. Boah, das sollte es nicht anders bewerten wie meine Mario Maker. Die schneide ich raus. Hier, erstens das schon wieder. Zum 80. Mal. Weil man muss mit Luigi auf einem Block stehen, während dieser Typ rutscht. Und komplett behindert springt. Und... Ich werde drei Sprünge versuchen. Mit drei Sprüngen, ja, schafft man auch auf den kleinen Blöcken mit winzigem Abstand. Das okay, ist ein Doppelsprung. Das ist auf jeden Fall wieder eine sehr gute Idee von dir. Und außerdem... Es hat nichts mehr mit Schwierigkeit oder so zu tun, wenn einfach in jedem Level irgendein Scheiß in einer random unsichtbaren Wand, die man nicht finden kann, blind versteckt ist. Das hat nichts mit Fordern zu tun. Und Mama Ernst, ich weiß nicht, inwieweit du das Projekt bisher verfolgt hast, aber es war halt echt in so ziemlich jedem Level so eine Stelle. Und das ist einfach nicht gut. So. Damit habe ich den Cut wenigstens abgehakt. Sag mal, hast du eigentlich eine Ahnung, wo man in dem Spiel effizient an einen Mini-Pilz kommen kann? Nö, man braucht aber noch. Ist auch kein Wissen, als die meisten Rollen bringen, eins in Bonusräumen. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo in Welt 2, im vierten Level, da hab ich ja den Secret Exit endlich geholt. Aber die zweite Starcoin war nicht im Secret Exit, die fehlt mir immer noch. Und es gibt eigentlich nur noch diese Mini-Pilzröhre. Aber es sollte mich ja nachher mal die Leicht nicht treffen. Ich google das gerade noch mal. In der Weile. Ja, den Secret Exit kenne ich inzwischen auch in dem Level. Ist das 2-4? Müsste eigentlich. Hallo. Danke, dass man nicht draufdrückt, dass wir beginnen. Ach, jetzt sehe ich das Problem. Das hat niemand in Luigi U hier geholt. Bei der Tentakel ist es zwar schaut.
Thema auf YouTuber anspielen, das mache ich in meinen fucking Videos nicht. Und warum ist der englische Name von dem Level eigentlich so viel besser als der deutsche? Das heißt, da the walls have eyes, oder auf Deutsch, die Wände haben Augen. So, da ist die erste Starcoin. Hä? Okay, das kann ich jetzt absolut... Ich hatte so eine Situation schon mal. Aber wenn ich jetzt irgendwie... Das hat er ja gefunden. Das kann ich ja nicht gefunden haben. Ich hab die Starcoin nicht. Ich hab das gesehen. Das Video. Hä? Mir fehlt aber diese Starcoin. WTF? WTF? Oder war es die dritte, die mir fehlt? Nö! Wenn du sogar sagst, ich hab dir einen gesammelt, wie kann es dann sein, dass die mir fehlt? Vielleicht hast du sie in einem Versuch eingesammelt, in dem du dann gestorben bist und hast sie dann vergessen. Ich erinnere mich aber auch nicht dran, dass ich jemals diesen Block hier hatte. Ich weiß, dass ich hier sogar gesucht habe. Stimmt, da war irgendwas. Dann verstehe ich aber trotzdem nicht, warum zur Hölle ich sie nicht habe. So, den Rest nochmal gut durchgerusht. Jetzt ist auch Welt 2 endlich mal komplett. Cool. Ich habe gerade mal 17 Minuten für ein Level komplett abschließen und eine weitere Starcoin gebraucht. Alle Sternmünzen in der Sandkuchenwüste. Gott, also obwohl ich das am Anfang überhaupt nicht erwartet hatte, muss ich echt sagen, dass bisher mit Abstand Welt 3 die beste Welt ist. Weil, das ist zwar in Mario Bros. U auch meine Lieblingswelt, aber ich habe mir halt gedacht, mit Wasserleveln kann man so viel asoziale Scheiße machen. Aber jetzt kommen ja erstmal die besten Gegner im Spiel. Walross! Sind fast Walrosse. Aber es sind Faker, deswegen müssen sie sterben. Sie, nicht ich. Ich bin hier im Versteck dieser Wesen. Als ob da keine Starcoin ist. Das wäre übelst der gute Punkt. Und wenn da oben keine Starcoin ist, dann... Keine Ahnung, esse ich einen Bugatti. Mann! Danke! Und ich muss keinen Bugatti essen. Wunderbar. Ernsthaft. Ja, cool. Ich sag zwar immer, die Starcoins sind zu schwierig. Oder zumindest einige. Das heißt aber nicht, dass ich solche Starcoins will. Cool, bin ich jetzt... Ah, nee. Hä? Muss ich jetzt komplett unter Wasser durch? Lol, das geht... Aber ich muss natürlich hoch für mich. Wie wär's mit Wandsprung? Warum war mir das klar? Warum war das klar? Dass das Ding in dem Moment den Schneeball rausholt und angreift. Es war so klar. Boah, diese Folge macht ja wieder richtig Bock. So, Feuerbruch. Warum nicht gleich so?
Komm, Jung. Ich gehe nicht an die Zielspitze, aber ich habe alle Starcoins. Gut. Gut! Kann das nehmen, außer übrigens. Schließlich wählt 4 wenigstens heute noch ab, oder ist das Endcastle noch größerer Mist? Da habe ich richtig Angst vor. Weil das ist auch wieder so ein Level. Die Levelprinzipien sind ja eigentlich so ziemlich dieselben immer wie in Mario Bros. U. Und das ist wieder so ein Levelprinzip gewesen. Da kann man gefühlt den größten Dreck draus machen. Sturzflug in Wendys Steinblockfestung. Ja. Das war das. Ja, hier kann man wieder den größten Scheißdreck draus machen. Ich habe bei der letzten Passagementage Steinblock der Pixel-Luigi. Boah, was juckt mich das? Ja, schon massig was sehen. Ja, und ich sagte auch nie, dass ich die alle zeige. Ein paar Verstecke sind trotzdem erwähnt. Ja, zum Beispiel der, den man nur bekommt, wenn man die Schnapszahl erwischt. Oder der, wenn man mit einer Pia-Eichel in der Wüste über die Wand fliegen muss. Cool, das heißt, es ist nicht miteinander. Alter, wie soll die Stelle gehen? Das heißt, es ist nicht miteinander vereinbar, alle Easter Eggs zu zeigen und glitzernde Sterne zu bekommen. Man darf die Pia-Eichel benutzen und bekommt trotzdem glitzernde Sterne. Die glitzernden Sterne verschwinden doch nur, wenn man die Hilfe nutzt. Also, als ich früher in einem meiner Nutzer den nie benutzt habe, aber eine Pia-Eichel, hatte ich keine glitzernden Sterne. Entweder ein Bug oder du hast den doch irgendwann genutzt. Nö, ich benutze den nicht. Oder dir hat einen Stern gefehlt. Mir hat auch Ewigkeiten lang einen Secret Exit gefehlt. Gibt 5 Sterne. Und wenn ich 5 habe, dann denke ich mal, das sind alle. Hier, der Anfang ist halt echt nicht so schwierig. Da war übrigens der Pixel-Luigi, den du bereits erwähnt hast. Da unten ist sowieso die Star-Coin. Das ist... Ja! Second Try. Weil ich glaube kaum, dass der Boss mich besiegt. Und ich höre gerade ein, gab's im Schloss in der Wasserwelt nicht sogar irgendwo einen Mini-Pilz? Nee, das war ein Mario Bros. U. Das Schloss in der Wasserwelt, das Endschloss... Ah doch, doch, wenn du das Endschloss meinst, ja, da gab's einen, aber den kriegt man nicht lebend da raus. Ich glaube, das war irgendwie so, wenn man den Geheimgang über die Blöcke nimmt und den Unterbereich gibt, kann man den holen. Nein, der Mini-Pilz ist direkt vor den Blöcken und die Blöcke sind dann eben nur mit dem Mini-Pilz passierbar und damit skippt man den Unterbereich. Ich habe den sogar bekommen, aber... Was bringt das ein, wenn man den nicht lebend rauskriegt, weil man noch von Kugelwillis beballert wird und einen Bosskampf schaffen muss? Mit Mini-Pilz. Boah, bin ich jetzt ernsthaft nochmal getroffen? Naja. Wow, ich habe sogar noch Zeit für noch ein Level. Welt 5. Das ist ja genau welches Level. Ach. Und oh nein, wir gehen denn eigentlich traurig Level in dem Spiel. Sind die auch sehr cool? Natürlich. Aber ich habe auch das Gefühl, die Entwickler denken sich, wir müssen die Level schon 100 Sekunden lang machen. Und dann halt kurz und dann denken die sich, ach, dann kann man die Starcoins doch nicht anders verstecken, als in irgendwelchen unsichtbaren Wänden. Das ist so meine Vermutung. Und toll ist es trotzdem nicht gerade. So, dann kommt jetzt ein Level, das kennt eh jeder aus Mario Bros. U, der mein Let's Play gesehen hat. Wer nicht, raus. So, das Luftschiff-Level am Anfang. Soll ich jetzt sagen, dass ich das Let's Play nicht gesehen habe? Du warst immerhin teilweise dabei in den Folgen. Haben bis dazu nicht gesehen. Ahoi, ihr Brüder.
Da ist ein Luigi unten dran. Das ist das Luigi Stack. Hier gibt es nicht gerade viele Gegner. Jede Art von denen einmal. Wow. Und der erste ist sehr gefährlich. Moment. Ah ja, stimmt. Da sind hier noch. Das war zwar schon wieder random in der unsichtbaren Wand, aber immerhin konnte man es sehen. Und der wird mich sowieso töten. Doch nicht. Das konnte man gerade immerhin dank dem Feuerbruder sehen. Oh Gott, jetzt kommt der Fettbruder. Ja klar, sogar mehrere. Ah, ich wollte gerade fragen, wie komme ich hier jetzt? Ich dachte, der geht vom Rand wieder weg und fällt nicht runter. Wirklich jetzt? Das war ja wieder ein richtig toller Tod. Und ohne Item schafft man hier sowieso nichts als Normalsterblicher. Den Pilz hier. Ey, Luigi. Ich dachte, das wäre sowas, das man von unten anstoßen kann. Solche Böden gibt es doch und die sehen gefühlt genauso aus. Aber nee, warum sollte es? Wenn die man von unten anstoßen kann, gibt es normalerweise nur in einem einzigen Level in dem Spiel. Die sehen aber ungefähr so aus und ich weiß ja nicht, wie die das in Luigi U gemacht haben. Luigi U ist ja trotz allem nicht genau dasselbe Spiel. Wow. Drei Tasten müsste beibehalten worden sein. Was war denn das schon wieder für eine krass versteckte Starcoin? Tschüss. Ach, es gibt kein Item vor dem Kampf. Ah doch, gut. Sogar 150 Sekunden plus. Den müsste ich eigentlich schaffen. Das ist halt auch die Sache. Das ganze Spiel ist so fucking viel frustrierender gemacht. Aber die Bosskämpfe sind genauso easy wie eh und je. Und was kann man nicht mehr verändern? Eben! Bis auf die Steuerung natürlich. Ja, und in dem Bosskampf nicht mal das. Ja. Wobei, stimmt. Beim letzten Kampf gegen Bowser Jr. ist die Steuerung ziemlich frustrierend. Ja. Was anderes kriegen die Entwickler ja auch nicht hin. Achtung, Bowser Jr., da kommt was. Oh Mann, ich hab dich doch gewarnt. Geht das wieder los? Dann, was bin ich denn schuld? Ich kann nichts dafür, wenn der mir nicht zuhört. Du möchtest sagen, dass er getroffen wird. Ja, nee, ich will nur seinen Geschossen ausweichen. Achtung, ja, Bowser Junior, Achtung, der kommt schon wieder. Ja, genau. Oh, Mann, weich doch aus, du Lappen. Was ist denn das für ein Keck? Boah. Die Jugend von heute. Was hat er davon? Oh, scheiße, das Level mit dem Ding wird ja auch richtig nettwertig. Boah, richtiger Skiller. Da meine Motivation den Höchststand bereits erreicht hat und ich das nicht mehr toppen kann, ist es wohl Zeit, diese Folge an dieser Stelle dann zu beenden und weil ich nicht frustriert genug bin, direkt noch eine aufzunehmen. Wir sehen uns!